dich nicht, wenn du morgen richtig kotzt wärst. Wieso? Tension Headache. Jawohl. Er hat sich gerade bereit erklärt, dass er alle Kurzhanteln wieder ins Rack zurück reinlegt und davor 5 Wiederholungen Squats macht. Sitze ich dir im Weg? Nein, nein. Und heute? Wort des Tages? Ich hab's vergessen, ich habe jetzt 1,5 Stunden telefoniert und mein Kopf raucht. Werde emotional. Ich bin vorbereitet. Deswegen habe ich dich absichtlich nicht gefragt. Kimmst du schon noch? Kenn dich doch. Ruppi, du hast heute schon trainiert. Ja. Wie war's so? Gut. Sagst du nur, dass du keine Ausreden finden musst? Ich hätte eine Ausrede parat, aber ich spare sie mir. Nee, ich habe 165 dreimal Kreuzheben gemacht. So, dass ich wahrscheinlich noch 3 weitere hätten machen können. Also es war ein eigentlich so gesehen ein Personal Record. Ja, das war echt gut, muss ich sagen. Dann kann ich jetzt mit dem Zufallswort des Tages kommen. Ja, bitte. Marienkäfer. Ich kenne einen YouTuber, ist aus der Gaming-Sparte, schaue ich manchmal. Und der hat panische Angst vor Marienkäfer. Da gibt es ein Video, wo der voll austickt. Also, oh mein Gott, das ist voll Marienkäfer. Und drastet voll, kriegt voll eine Panikattacke einfach nur. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Die sind so voll, keine Ahnung, sind süß, klein. Ich weiß nicht, was man da. Kommt drauf an. Es gibt ja die normalen, ich nenne es jetzt mal bayerisch-deutschen Marienkäfer, die sind rot und da gibt es jetzt diese, immer mehr diese. Gelben? So orange-Licht. Ja. Das ist aber irgendwie ein anderer Stamm, habe ich mal gelesen. Und was können die so? Ach, die sind auch gar nicht so gut für unsere Bäume, habe ich gehört. Aber ich hasse die auch voll. Wahrscheinlich deswegen. Die sind böse zu unseren Bäumen. Ja. Verpisst euch! Geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Da ich kein Biologe bin, habe ich keine Ahnung von sowas. Ich war da auch immer schlecht in der Schule. Ich habe nur gemerkt, rot ist gut und alles andere. Ja, aber ansonsten. Habe ich noch irgendwas anderes mit Marienkäfer? Ich glaube nicht. Was steht jetzt noch an? Es ist ja doch schon 4 jetzt. Ja, also ich habe jetzt gleich 3 Termine hintereinander. Also es wird jetzt wirklich knackenvoll. Und ich weiß auch nicht, inwiefern die Betreuung brauchen oder nicht. Steht so gesehen nicht da. Das wissen wir jetzt leider noch nicht. Es ist Zirkel. Und der Daniel hat auch noch ordentlich was zu tun heute. Also das wird auf jeden Fall ein knackiger Abend noch. Also da bin ich gespannt. Der Martin wird wahrscheinlich dann den Zirkel leiten. Und dann ballern wir das durch heute. Daniel, was steht bei dir heute noch an? Ich habe noch einen Termin mit unserem Cheerleader, dem Michi. Ich habe ja auch gesagt, ich darf ihn erwähnen, auch namentlich. Mit dem gehe ich seinen Trainingsplan durch. Den habe ich fertiggestellt. Und danach. Dann nochmal ein Termin. Auch einen neuen Trainingsplan. Und den auch durchgehen. Und ja, mal gucken, was sie beide so sagen zum Trainingsplan. Marienkäfer? Meine Wohnung. Weil. Was? Meine Wohnung fällt mir da ein. Weil in meinem Wohnzimmer. Ich habe da so einen französischen Balkon und die sammeln sich oben an den Ecken immer. Also ich habe da so zwei so große Balkontüren und in der Mitte ein festes, also nicht zu öffnendes Fenster sozusagen, plus die Glasfront. Und in den Ecken links und rechts an der Wand,
Da sammeln sich im Sommer und Frühling immer jede Menge Marienkäfer. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen und ich habe keine Ahnung, warum. Jedenfalls sind es meistens so 10 bis 20 Stück jeden Tag. Weißt du, was das für Trainingsbälle sind, die du machen musst? Um was es da geht? Ja, der eine ist der Cheerleader. Bei dem ist es vor allem wichtig, also Schultermuskulatur, Rumpfmuskulatur, Koordination, dass man die Mädels immer nach oben schmeißen kann und halten kann. Vor allem auch Fingerpower. Und beim letzten ein klassischer Muskelaufbauplan, Oberkörper, Unterkörper-Split, zweimal die Woche jeweils, also 4 Trainingstage die Woche. Und ja, genau, so geht's los.